Auf geht's nach Südamerika, Brasilien. Ich fahre jetzt 2 Stunden früher los, weil ich gerade die Nachricht bekommen habe aus Tegel. Im Terminal C sind irgendwie Prügeleien gewesen in der Sicherheitskontrolle. Da war das absolute Chaos. Leute haben ihr Flugzeug nicht bekommen. Dann wurde das Gepäck wieder ausgeladen. Also auf Sicherheit fahre ich mal 2 Stunden früher nach Tegel jetzt. In der Hoffnung, dass bei mir alles glatt geht. Ich fliege allerdings von Terminal A. Na, ich bin gespannt. Erstmal ab in den Zug. Tegel, ich bin angekommen, ohne irgendwelche besonderen Vorkommnisse, außer dass der Bus im Stau stand. Ansonsten ist alles im grünen Bereich und ich bin viel zu früh hier. Ausgabe linke Seite. Mhm. Einmal Lizenz, Passmon. Geht gut los. Mein Flieger Air France von Berlin-Tegel nach Paris hat fast 1 Stunde Verspätung. Das bedeutet für mich, dass ich den Anschlussflug von Paris nach Rio de Janeiro gar nicht bekomme. Und der nächste geht erst 24 Stunden später. Das heißt, dass ich irgendwo in Paris übernachten muss und dann nächsten Tag erst fliegen kann. Und einen Tag weniger in Brasilien habe. So ist es. Jetzt habe ich das 2. Mal mit Air France gebucht und das 2. Mal ist mir das passiert. Ich glaube, diese Fluggesellschaft werde ich nie wieder auswählen. Ich melde mich später wieder. Bye! Glaubt nicht, wo ich bin. Ich bin hier mitten in Paris in einem Hotel. Was ist passiert? Also der Flug in Berlin, der ging so 40, 50 Minuten später. Dann habe ich
ganz hinten im Flugzeug in der letzten Reihe gesessen und habe noch mit der Stewardess verhandelt, ob ich nicht kurz vor Landeanflug vorne weiter einen Platz bekommen kann. Und die meinte, nein, das ist kein Problem. Da wollen viele Leute noch mit dem Flug nach Rio de Janeiro fliegen. Und ich soll mich beeilen und dann geht das schon. Und dann kennt man ja, wie es so ist. Nach dem Landen sind die Gänge im Flugzeug total voll. Ich bin nicht rausgekommen. Dann bin ich gerannt mit meinem Rucksack durch den ganzen Flughafen, habe mein Geld gesucht. Und ja, irgendwann habe ich dann vor einer Tafel gestanden, dass der Flug schon losgeflogen ist. Aber das war jetzt nicht das Schlimmste. Das Allerschlimmste war, dass kein Mensch hier ist. Also es war auf dem ganzen Flughafen, außer Leute, die putzen, niemand. Es war niemand zu finden, den man ansprechen konnte, der einen helfen konnte, der sagt, wie geht's jetzt weiter, der Flug ist weg. Und dann habe ich mir nicht weiter zu helfen gewusst, bin ich einfach durch die Passkontrolle marschiert. Und da wurde ich dann aufgehalten. Dann habe ich gesagt, mein Flug ist weg und was soll ich tun? Und die haben dann jemanden angerufen. Dann habe ich noch mal eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde sogar gewartet. Dann kamen zwei Damen von Air France. Die haben meinen Flug dann umgebucht auf genau 24 Stunden später. Vorher geht kein neuer Flieger nach Rio de Janeiro. Und ich habe ein Hotelzimmer bekommen und einen Essengutschein. Dann wurde ich mit einem Transfer zu diesem Hotel hier gefahren. Und der Transfer ging auch noch schief, weil dieses Hotel gibt es zweimal. Der Fahrer fuhr erst zu einem anderen Hotel. Also war ich nochmal eine ganze Stunde unterwegs mit dem Shuttlebus. Und jetzt bin ich hier angekommen, aber jetzt kann ich euch auch mal das Zimmer zeigen, was ich bekommen habe. Also passt mal auf. Hier ist also ein Schreibtisch. Eine kleine Garderobe. Mein Bett. Hier ist der Eingangsbereich. Und das Bad. Ja, es ist schön. Zweckentsprechend. Aber es entschädigt nicht für den verlorenen Urlaubstag, ne? Naja. Ich melde mich wieder. Bye, bye. Guten Morgen, ein neuer Tag bricht an. Ich gehe jetzt erstmal frühstücken, aber ich nehme euch gerne mit und zeige euch mal das Hotel und das Frühstücksbuffet. Und später fahre ich dann wieder zum Flughafen mit so einem Shuttle-Service. Und dann wollen wir mal sehen, was heute so passiert bei Air.
So, satt bin ich jetzt erstmal. Und jetzt fahre ich wieder nach oben. Dann mache ich es mir ein bisschen gemütlich und schreibe noch am Blog weiter. Oder vielleicht schneide ich auch gleich das Video jetzt hier fertig. Okay, bis später. Ich wollte euch noch mal den wundervollen Ausblick aus meinem Hotelzimmer zeigen. So, jetzt ist es gleich Mittagszeit. Ich werde gleich auschecken. Dann gibt es noch Lunch und dann nehme ich den Shuttle-Service zum Flughafen. Und um 22.30 Uhr geht mein neuer Flug nach Rio de Janeiro. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch mehr von meinen Videos sehen wollt, vor allem von meiner Reise nach Brasilien, dann könnt ihr meinen Kanal hier abonnieren. Und weitere Videos könnt ihr hier sehen. Bye, bis bald. Tschüss.